Hallo und herzlich willkommen zurück zum Mechaniker. Ne? Wir sind heute wieder der Mechaniker. Wir brauchen Aufträge. Oh. Jetzt sieht ja aus wie so ein Lotus, ne? So, scheiße, ne. Wer ist das denn? Wieder so ein Oldtimer? Wie nehmen wir den hier? Mach eine Generalüberholung des Fahrwerks. Oh, warte mal, jetzt kommt hier noch was drin. Der sieht aus wie so ein Mitsubishi. Es ist schwer, das Fahrzeug zu steuern. Auftrag annehmen. Kriegen wir mal an, ein gutes Stück, ne? In schicker Lotus. Wo sind wir hier eigentlich? Wo sind wir hier eigentlich? So, ja. Sieht doch ganz schick aus, eigentlich. Karosserie, Heckklappe. Machen wir auf. Da ist die Batterie. Bring mir her. Müssen wir da irgendwie was schon prüfen, oder was? Wie war denn mit dem Prüfen nochmal? In diesem Prüfblick? Nicht da. Die Batterie sieht aber gut aus. Ich würde sagen, wir machen die Karre erstmal rein. Bin hier wieder völlig raus, ne? Mann, ey! Bin ich denn jetzt mich schugge? Wie war denn das hier nochmal? Ich bin völlig weg, ne? Ach so. Bin aber ein Trottel. So. Gummilagerbuchse groß. Radnabe. Lenkgetriebe. Spurstange. No problemo. Dann komm mal mit rein hier. Hief mal hoch, der Teil. So. Was haben wir denn hier? Mal jetzt Lenkgetriebe. Lenkgetriebe ist doch schon Käse hier. Das ist doch schon totaler Müll. So, dazu. Ne, erst den Reifen abnehmen. Verdammt nochmal. Das sieht doch schon mein geschultes Auge. Da das völlig durch ist. Ah, guck mal, jetzt kommen wir hier rein. Wächter mit. Weg damit. Jetzt müssen wir auf die andere Seite. Hopp damit. Spurstangkorb weg. Hier sieht nur alles gut aus. Aber das andere Teil, ne? Das sah nicht so gut aus. Fällt mir gerade mal auf hier hinten. Genau, die Spur. Man, geh doch mal dahin, Junge! Genau, das war nicht süd. Das müssen wir auf jeden Fall auch nachbestellen. So, was haben wir denn jetzt hier? Jetzt können wir das Ding hier rausnehmen, ne? Zack. Richtig. So, jetzt kaufen wir mal. Wo bin ich? Kaufen wir mal eine Scheiße hier. Ersatzteile. Lenkgetriebe. Rindeteil. Spurstange brauchen wir eine. Nehmen wir. Und gleich wieder dran montieren, ne? Was ist denn? Jetzt ist er. Ach, das ist hier die Radnabe, ne? Durch ist. Die ist durch, Junge. Rein theoretisch können wir das dann auch gleich abbauen, ne? Machen wir ab hier. Weg damit. Weg damit. Wie geht ihr das an? So aus wie Scheiße. Mann! Wieso komme ich da nie ran? Da muss ich jetzt hier alles lösen? Da habe ich ja keine Lust drauf. Na gut. Bau ruhig komplett auseinander den Wagen. No problemo. Wir haben doch bestimmt irgendwo einen Azubi, der das machen kann. Wieso? Was ist denn? Ich hätte es gar nicht auseinanderbauen wollen. Egal.
Egal, da haben wir ein bisschen was zu tun, ne? Also, wenn man keine Arbeit hat, dann macht man sie welche. Oh, so ein Fuckdreck, ey. Gut. Dran montieren. Zack, hier, Nagel neu. Flip hier aus, wa? Machen wir jetzt erst den. Hilf mir fertig? Was soll denn das denn? Ist ja gut, jetzt dreh nicht ganz so durch, ne? Dreh nicht ganz so durch. Da werd ich nervös bei sowas. Aber was noch hier? Bitte war noch. Aranda. Ist ja egal, es kann ja nicht schlecht sein, einmal abgebaut zu haben und einmal wieder rangebaut, ne? Es kann nicht schaden. Monsterschraube hier wieder versenken. Zack. Gut, also. Wo waren wir hier? Wanderteil. Nil, Nagel, neu. Das auch. Oh, jetzt habe ich das auf die falsche. Na, ist egal. Spielt dann ja keine Rolle. Jetzt spielt dann ja keine Rolle. Dann kommt hier die mit den 81%. 93. Das ist, ach, scheißegal. 91 ist ja wie neu. Zack. So. Reifen wieder ran, zack. Ist ja gut, Junge. Da hinten, lass mir da hinten an den Reifen. Jo. Bremsbeläuch. Sieht noch schick aus. Bremssattel. Hoch alle, Dude. Scheint ja eigentlich tippitoppi zu sein, wa? Was fehlt denn hier noch hier drin, wa? Ja. Zack. Und zack. Komm mit, Chornico. So. Also, zeig mal her hier. Datenblatt. Kann man. Hat noch was, hab ich. Okay. Das haben wir auch erledigt. Gummilagerbuchse. Wo haben wir den Scheiß hier? Da hinten ist es. Da versteckt es sich. Das habe ich aber auch gleich gesehen. Ja, gut. Mal her, Gummilagerbuchse. Gleich mal eine neue bestellen. Mal her hier, Gummilagerbuchse groß. Zack. Teile können jetzt alle wieder hier raus, ne? Ja. Und dann sind wir eigentlich schon durch mit der Karre. Mit der Karre, mit der Karre. Sehr schön. Zack, zack, zack. War ja ein schneller Auftrag dann, ne? Zack, da ist fertig. Die Abholung bereit. Ich stelle das draußen da. Ich habe hier auf meinem Parkplatz leider nicht so viel Platz, deswegen steckt das gegenüber auf die Wüste, da auf die Sandberge, oder? Das war doch schon, ne? Das war, ne? Jetzt sind wir hier, zack, Auftrag, Auftrag beenden, bumm, Kohle eingesackt, nächste, Mitsubishi, Mini oder, ach du Scheiße, was ist das denn? Und vier Transporter, es ist schwer das Fahrzeug zu steuern. Defekte Teile in der Aufhängung. Das ist ein Kampagnenauftrag. Hier, war den nehmen wir. Ach du Heilige. Sind wir hier bei Fast and the Furious oder was? Was ist das mit der Karre? Oh, Teile nicht gefunden, Teile nicht gefunden. Super geil. Ölwechsel, Altöl ablassen, neu eingießen. Das können wir erstmal als erstes machen. Obwohl, reparieren wir erstmal die Karre, ne? Kriegen wir mal da rein. Da hinten ist doch schon was verrostet. Wie war denn nochmal dieser beschissene... Ich muss hier gerade mal alle Tasten durchdrücken. Nimmt mir das nicht übel, aber ich muss. Hab ich irgendwas hier drückt?
Das weg von der Liste im Motorblock. Wie habe ich das letzte Mal gemacht? Und das ist immer, wenn man so viele Spiele durcheinander zockt. Ahnung. Weiß nicht, wie ich diesen Inspektionsblick gemacht habe. Warum kann ich den nicht mehr? Steht das nicht. Aber stand doch auch da unten, oder? Inspektionsblick oder so? Wo man alles prüfen konnte? Es ging doch nicht nur von unten. Wie ging dieser Scheißblick? Jetzt habe ich die Ölwanne da ein paar Mal reingepackt. Es fuckt mich ab, wirklich. Es fuckt mich ab. Ist es nicht. Ich habe keine Ahnung, ne? Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Ja, wir kriegen das so raus. So, also. Das hier sieht schon sehr scheiße aus. Antriebswelle. Das heißt. Ach du Scheiße. Das hier hoch, wa? Aber ist eigentlich nur die Schraube da. Das Teil sieht auch verrottet aus. Die Seite auch. Am Motor sieht eigentlich alles gut aus. Das Teil hier. Hochschrott. Wir gucken erstmal nur. Hier hinten. Defektus. An. Oder den Reifen? Nö. Okay, alles soweit hier ein Suit aus. Bei dir was am Reifen? Nö. Da drüben? Auch nicht. Dann kümmern wir uns jetzt erstmal um die Teile. Antriebswelle. Ofen. Ofen. Fünfmal. Dann brauche ich jetzt noch 4. So, Stabilisator. Stabilisator. So, erstmal. Erstmal. Bleibt ruhig, Leute. Ist doch erstmal nur. Dann fangen wir erstmal an, den Reifen zu demontieren. Weg. So, jetzt kann das hier weg. WD-40 klärt. Zack. Würde das weg. Auf die andere Seite. Zack, Alter. Mann, ey, was ich nicht schon alles gemacht habe. Food Truck, ey, ich war Bulle. Egal, wirklich alles. Also durch die Bank weg. Ich bin Mechaniker. So, das ist hier noch mit verbunden. Gut, das auf der anderen Seite auch noch.
Warum so? Ah, da, guck mal, die Rattenhaare da. Hier. Da haben wir per Zufall das nächste Radlager. Können wir dann hochkaufen. Warum? Zoom doch nicht so blöde beschissen daran. Hat man so gar nicht gesehen, ne? Ja, ist egal. Weg das Ding. Was ist denn das hier? Warum sind denn die Schrauben da so rostig? Ich nehme jetzt mal lieber alles auseinander hier schnell. Na, die Schraube ist nämlich auch völlig verpegt. Und dann kann ich es ja wieder dran montieren. Ist doch nicht so schlimm. Ich weiß nicht, habt euch doch nicht immer so. So, jetzt machen wir auch das Radlager da gleich wieder. Ne, erstmal ran montieren hier wieder. Ja, ist okay. Das Lager kommt drin, natürlich wieder. Neue Lager. Wie sieht denn das? Ah, jetzt sieht es ja schon viel besser aus. Zack, zack. Zack, zack. Ja, geht noch. Alles noch im Lot. Sehr schön. Super, jetzt sind die Schrauben wieder tipptopp. Ne, warte mal, was macht denn der da? Das ist ab, Junge. Wieso kriegen das noch nicht raus? Doch. Krieg doch. Raus. Und das neue Rennen. Zack. Das ist auch verpegt hier. Hab ich gar nie gesehen. Leute. Oh, nagelneu. Kommst hier wieder rein. Wir kaufen erstmal da hinten noch ein anderes Lager. Kommen wir da nie ran? Doch. Schrauben sehen auch noch gut aus. Die sehen auch noch richtig gut aus. Wo war denn das Ding jetzt hier? Hier? Nein. Sehr schön. Reifen kann wieder. Wir kommen voran, Leute. Wir kommen voran. So, lass mal los, ja, den Scheiß. Ach nee, ich muss hier nochmal runter. War ich da schon fertig? Das habe ich. Das habe ich nicht. Ist aber nur die Schraube, ne? Von neuen Jummi-Rignon, ne? Egal, das geht alles in ihre Rechnung, tut mir leid, aber was soll ich machen? Ich muss ja over und was leben, ich kann ja die Scheiße hier nicht umsonst kaufen, ne? Tut mir leid. Oh, das wird teuer, sag ich euch. So, hier greifen. Wo haben wir jetzt hier alle die Mann? Ich wollte die andere Seite noch, ne? Hier. Das wollte ich auch noch erneuern. Obwohl das, glaube ich, gar nicht notwendig ist. Ist egal, wir machen es trotzdem.
Das ist ein Kampagnenauftrag, es muss das alle picobello sein. So. Dann nehmen wir nach da hinten. Der Reifen muss weg. Da können wir uns auch gleich das Lager da angucken. Es sieht aber gut aus. Junge. Sehr schön. Auch noch ist heute auch noch. Sieht auch gut aus. Mein Gott, nee. Immer auf der anderen Seite auch gleich machen können. Naja, was soll's. So. Und das Ding kann weg. Neue kann wieder dran. Ran hier. Na, da drüben hin, du. Lass mir mal da drüben hin, euch gesagt. Da. Zack. Sieht doch auch hier scheiße aus. Wie sieht er da drüben aus? Auch mistig. So, wie sieht das hier unten aus? Eigentlich nicht schlimm, ne? Haben wir hier noch? Hier ist alles gut. Das sieht doch gut aus. Wir holen uns diese Gummilager da. Zwei noch. Bleib doch da. Bleib doch einfach da. Oh. Na gut. Dann müssen wir mal gucken, wie weit der Fortschritt ist. Also was wir schon alles gefunden haben. Füllwechsel wollte er auch noch haben. Hm. Er ist fertig hier. Damit. Gucken wir erstmal. Ach du Scheiße, was fehlt denn da noch alles? Reicht mir aber. Runter, dann hoch. Vorwärts beschleunigen. Eine Taschenlampe? Ich habe keine Taschenlampe, verdammte Scheiße. Kompetenzpunkte? Restaurator? Schnelle Hände? Starke Arme? Stammkunde? Warum erklärt mir das hier keiner? Sammler. Garagenreihen sind 50%. Adlerauge. Schnelle Hände. Was ist das hier?
Werkstatterweiterung, Autowäsche, Diagnosepfad, Wiederverwertung, Hebebühne. Schön zu wissen. Hier ist der Inspektionsmodus, meine Fresse. Den hat man vorne aber nicht gesehen. Komischerweise. Ja, gelb heißt im Maße, ne? Also ist okay. Jetzt geht's los, der Motor. Oha. Nockenwellenrad. Kupplungsscheibe. Nockenwellenrad und Kupplungsscheibe, aha. Bei der Aufhängung haben wir eigentlich ja nicht mehr gesehen. Da war ja alles gut eigentlich. Sag ich ja. Müssen wir den hier runterlassen, damit wir da oben gucken können? Dann scheint ja alles gut zu sein, ne? Soweit. Aber haben wir jetzt mit diesem Inspektionsmodus dadurch die Teile jetzt entdeckt? Ja. Teile nicht gefunden. Alter, vor allem wie viel noch, ne? Kupplungsscheibe, Nockenwelle. Wie soll denn das gehen? ABS-Modul, muss ich das denn auseinanderbauen oder was? Damit ich dahinter gucken kann oder was? Ich dachte, das kriege ich mit dem Inspektionsding hin. Sieht aber noch gut aus. Das wird schwierig, Leute. Das wird richtig schwierig. Die zählen doch hier nicht so eine Schraube mit dazu, oder? Das wäre jetzt auch ein bisschen krass. Turbolader. Im besten Willen kann ich mir nicht vorstellen. Muss ich eh auseinandernehmen, ne? Weil dahinter ist das Ding, glaube ich. Der wurde mir doch gerade was blau angezeigt. Na, sag ich doch. War das nicht ein Nockenwellenrad? Nockenwellenrad muss ich doch auch haben, oder? Aber er zeigt mir nur das an. Gut zu wissen. Muss ich das Ding also eh aufmachen? War das hier unten drin?
Da muss ich auch noch ran. Leck mir am Arsch! Was sagt denn die Zündkerze? 73. In Ordnung. Das ist wohl ein größerer Auftrag hier. Das werden wir, das schaffen wir ja nicht. So, die Zündkerzen. Die ist scheiße, die ist. Ja. Teile verkaufen. Teile verkaufen. Kiste? Möchte die Kiste öffnen? Wähle zwei Karten. Ich habe hier Kisten? Wir gehen hier durch. Noch eine Kiste. Jetzt öffnen wir erstmal Kisten. Pack Opening, Leute. Pack Opening. Noch mehr Kisten. Scheunenkarte. Okay. Möchtest du die Scheune zu deiner Karte hinzufügen? Ja, na klar. Ich hätte die Scheune. So, wir müssen auch den ganzen Stuff hier verkaufen mal irgendwann, ne? So, Leute. Das war's für die Folge. Also, wenn ihr wissen wollt, wie es in der Kampagne weitergeht, müsst ihr schön weiterschauen. Und, ja. Ich hoffe, ich habe euch unterhalten. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei und denkt dran, ich bin auch auf Twitch, ja, also für die Leute, die es noch nicht wussten, also haut da rein, macht's gut, ciao!